Logbucheintrag Nummer 35, Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Der Shadow hat damit begonnen, das gegnerische Piratenlager von oben heraus zu infiltrieren, während der Rest des Außenteams versucht, einen anderen Weg zu finden. Die zwei können allerdings erst vorstoßen, wenn der Shadow zwei Schamanen ausgeschalten hat, die wieder für die Überwachung des gesamten Lagers zuständig sind. Hoffen wir mal das Beste. Jo. Da sind wir auch schon. Und wir wurden gesehen, hä? Also soll ich gleich mal laden. Okay, der kann hinter die Barrikade blicken. Was ich nicht so gut finde. Naja, okay, das ist ja auch nicht wirklich eine tolle Barrikade da. Ich könnte hier auf das Porzellan schießen und sie dadurch ablenken. Ich könnte auch einfach dich ausschalten. Dann fällst du dem anderen vielleicht nicht weiter auf. Jo. Ist jedenfalls in seinem toten Winkel. Und ich kann mich versuchen, hier hinter zu verstecken. Scheinbar sieht er mich jetzt hier nicht. Wahrscheinlich hat er mich da gesehen wegen Winkel. Jetzt ist es wichtig, dass ich Hasch deaktiviere. Da oben wäre schon mal Schamane Nummer 1. Das Problem ist, Schamane Nummer 1 wird die ganze Zeit bewacht. Das heißt, wenn ich da weiter rum will. Das war nicht so gut. These shamans are bound telepathically. If one of them is killed, the other one will feel it. The second should be killed quickly. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich sollte erst einmal gucken, dass ich so viel wie möglich ausschalte hier, bevor ich mich um die beiden Schamanen kümmere. So wie ich zum Beispiel den da runterschmeißen könnte, wenn niemand anderes zusieht. Und ich dann den da ausschalten könnte. Gucken wir mal. Nein, das hat wirklich niemand gesehen. Das ist jetzt die... Nee, das ist die Giftwolke. So, ich könnte durch den durchchargen. Und schnell wieder wegchargen. Ohne dass das jemand wirklich sieht, oder? Nein, er hat nur die Rauchwolke gesehen. Er hat aber nicht bemerkt, wie ich seinen Kumpel ausgeschalten habe. Ja, er sieht sich nur um. Die Schamanen, sie schlafen aber immer noch.
Vielleicht hätte ich das mit der Rauchwolke nicht machen sollen, sondern einfach darüber chargen, als ich die Gelegenheit hatte. Weil der läuft jetzt gerade blöderweise Wege, die ich nicht so gern habe. Oh, ich bin jetzt wieder hier, aber das ist auch halb so wild. Nein, 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 nein. Du sollst von hier aus drauf schießen. Ja. Hat das jetzt einer mitgekriegt? Oh ja, der hat mich gesehen. Das war ja auch nicht so gut. Beziehungsweise der hat wahrscheinlich den Pfeil von mir gesehen. Und das ist dann nicht so gut. So. So. If one of them is killed, the other one will feel it. The second should be killed quickly. So, das hat diesmal niemand gesehen. Das hat jedoch der gesehen. Jetzt ist er aber auch weg. Der ist auch weg. Das heißt, ich kann mich jetzt ganz vorsichtig in Richtung... Runensteinwagen, nachdem ich hier noch einen eingesackt habe. Ist der für dich? Ja, der ist für dich. Ich nehme mal Heavy Arrows. Multishot slows down wounded opponents. Ist nämlich schon mal gar nicht schlecht. Und Rain of Arrows ist dann das letzte. So. Tja, wenn dich keiner sieht. Du glotzt zudem gerade darauf, also kann ich dich nicht so leicht ausschalten. Ich kann ihn eh nicht leicht ausschalten, weil ich von hier aus kein glattes Schussfeld habe. Jetzt habe ich aber eins. So. Von hier oben habe ich Überblick. Überblick ist immer gut zu haben. Der guckt in die Richtung, der guckt in die Richtung. Du da. Wow, das war jetzt knapp. Es hat aber scheinbar gewirkt. So. Den habe ich jetzt weggehascht. Du müsstest da auch weg. Erstmal sammle ich aber den Kristall hier ein. So, das fällt keinem auf. Du bist ein Problem, dich logge ich mal ein. So.
Noch ist da ein Problem jetzt, wenn er gleich wieder weggeht, mache ich hier einen Smokescreen hin. Sehr schön. So, hier einen Smokescreen hin. Und wenn er wieder wegguckt, dann hole ich mir seinen Kumpel. Fürs Erste. So, sein Kumpel ist weg. Ich könnte da einen Smokescreen hinmachen und ihn dann meucheln. Sobald er sich wieder wegdreht. Nein, kann ich nicht, weil ich nicht da hochdashen kann. Mist. Und hier hochschießen bringt auch nichts. Ja, aber einfach runterballern bringt was. So, Energie einsammeln. Einen Punkt hast du wieder. Da bist du, hast du auch schon alle Fähigkeiten voll, merke ich gerade. Du drehst dich immer hin und her. Oh, da oben ist auch noch ein Problem, sehe ich gerade. Komm, dreh dich wieder um. Das war nichts. Das war echt nichts. Achso, ich bin jetzt hier an dem Stein wieder. Warum kriege ich den nicht richtig? Das ist auch das Problem, was ich mit den Schamanen habe. So. Aber ernsthaft, ey. Nicht schön. Dort könnte ich mich verbergen. Wenn ich von hier aus schieße. Wecke ich die Schamanen wieder auf. So. Das hat geklappt. Ist die Frage, will ich mich jetzt kurz hier oben umschauen? Hier wäre ein Heilstein. Hm.
Okay, das klappt schon mal nicht so wirklich. Aber es war ein Versuch wert. Erst die Schamanen ausschalten, dann kann ich mich um die da oben kümmern. Ist die Frage, wie schalte ich die beiden jetzt am besten aus? Weil einer ist hier. Und einer ist da drüben. Ich krieg halt keinen gescheiten Schuss hin. I need to kill the second shaman quickly. So. Die Schamanen sind jetzt beide weg, hoffe ich mal. Ich habe den einen halt runtergeschmissen. Und hoffe jetzt einfach mal, dass das soweit gereicht hat. So, ich kann die beiden zum Husten bringen. Da fällt es nicht auf, wenn ich den wegschieße. Und den wegschieße. So. Die beiden hier könnten noch ein Problemchen sein. So. Toll, den kriege ich jetzt nicht so einfach weg. Außer ich töte ihn so. Oh, das hat die ganze Kompanie da hinten mitgekriegt. Auch nicht so schön. So. Ich hole mir den da wieder. Bring den zum Husten. Und schieß ihn weg. So hat mich der Rest von denen jedenfalls nicht entdeckt. Gut, da sind die Karawanen. I see three guards with trumpets. If they spot something or see that any one of them is missing, they will alarm the camp and we won't be able to save the captives. Mhm. Let's split up and kill them all at the same time. Great idea. Let's go. Okay, ich glaube, da ist sein letzter Stein. Kill three guards without alarm. Ja. Abschluss, Logbucheintrag Nummer 35, Captain Kirk Beard. Unser Shadow ist von seinem Aufklärungseinsatz zurück. Leider keine guten Nachrichten. Scheinbar
sind verdammt viele Wachposten rund um die Karawanenmitglieder postiert worden. Darunter 3 Wachen mit Alarmhörnern. Da saßen die Matten, um vor, alle 3 auf einmal auszuschalten, damit kein Alarm ausgelöst werden kann. Ich bin nicht gerade zuversichtlich, dass das klappt bei der Art, wie dezent sie vorgehen. Aber hoffen wir mal das Beste. Kirk Beard. Ende.